Einige Leute können das schaffen. So, ich freue mich auf unser Gespräch. Serdar Somuncu bei mir heute Abend zu Gast. Serdar Somuncu, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ist das so, bist du so ein Romantiker? Würde dir so ein Song gefallen? Ja, ich bin Romantiker auch. Das glaubt doch keiner. Also ich glaub's nicht. Verkappter Romantiker bist du. Aha. Nein, ich mag die Musik sehr. Ich mag, das ist Istanbul-Style-Musik. Ja. Und das erinnert mich sehr an meine Heimat. Ich liebe diese Musik. Also, du bist auch schon damit groß geworden? Ja. Meine Großmutter hat immer das Radio laufen gelassen. Mhm. Die Musik hat sich natürlich verändert seit Großmutters Zeiten, aber der Style, so diese Streicher im Hintergrund, das macht mich immer ganz melancholisch. Stand-up, Kabarett, du schreibst Bücher, du präsentierst deine erste DVD. Wie definierst du dich denn als Entertainer, als erstes, an erster Stelle? Du hast jetzt die Antwort gleich dazu gegeben. Nein, wie definierst ich kenne die ganze Zeit. Bist du das alles? Bist du das alles? Ja, ich bin... Oder was hörst du denn lieber? Ich höre am liebsten Schauspieler. Das bin ich wirklich. Das ist mein Job, das ist mein Beruf. Und Musiker. Aber ich bin manchmal auch Comedian, manchmal bin ich Kabarettist. Manchmal bin ich Politiker auch. Also wenn ich dann in irgendwelchen Diskussionsrunden sitze. Ich finde gar nicht, dass es wichtig ist, dass man sich festlegt. Man kann heute das, morgen das sein. Mhm. Und was bist du heute? Heute bin ich dein nettester Gesprächspartner der letzten 6 Monate. Irgendwie als ich... Wo sind deine langen Haare geblieben? Ja, ich dachte, das wirkt schwul. Hab sie geschnitten. Ja, nur wirklich Leute, die latent schwul sind, haben Angst davor, schwul sein zu können. Die anderen nehmen das als Kompliment hin, es auch sein zu dürfen. Es ist krass. Ich muss das auf jeden Fall loswerden. Facebook, ich habe es ja vorhin schon gesagt, im Zeitalter von Facebook. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen, aber das war es. Es ist krass, weil als wir heute Morgen, es ist ja sehr oft so, dass man einen Gast einlädt und es passiert immer sehr, sehr kurzfristig, sehr spontan, dass der eine oder andere Gast kommt. Ja, Serdar Somuncu hat nämlich vor 2 Tagen zugesagt, hey, sagt der Bedo, ja klar, ich bin dabei. Der Witz war, du hast ja heute Morgen, als wir es aufgezeichnet haben, heute Morgen hast du per Facebook eine Nachricht einfach mal losgeschickt, online. Und ich habe heute Morgen keine Ahnung, wie viele SMS und wie viele E-Mails bekommen, musste mir dann das Video anschauen, musste aber schmunzeln, lachen, war ein bisschen irritiert, dachte, aber wer Serdar kennt, weiß, dass er schon ein bisschen sehr hart ist. Aber ich zitiere, Serdar Somuncu sagt er nämlich im Video, ich besuche gleich einen Typen, einen halb bis ganz schwulen Moderator namens Wirkenden, habe ich gesagt. Und ich habe gesagt, der ist abgeschoben worden auf so ein Lokal hier in der Hamburg 1. Das und ich lasse da gleich richtig die Sau raus. Damit wir das klären, ich mag Bedo sehr gerne. Er ist nicht schwul. Wenn das wäre, wäre es auch nicht schlimm, damit sich jetzt nicht die Schwulen beleidigt fühlen. Wir sind alles und nichts auf einmal und wir freuen uns, dass wir zusammen sein können. Ich muss immer so lachen, wie die Leute darauf reagieren. Die Leute glauben echt viel und wissen wenig. Also man kann auf Facebook eigentlich relativ viel Unwahrheiten verbreiten. Und sofort verbreitet sich das über Tausende von Leuten. Und die behalten das auch komischerweise sehr lange im Kopf und fragen einen ein Jahr später noch, ob wir uns die Fresse eingeschlagen haben in deiner Sendung. Aber hast du da nicht ein bisschen Angst? Es könnte auch nach hinten losgehen. Ja, das ist auch manchmal beängstigend, da hast du recht. Also es ist schon beängstigend, wie manche Leute sich einfach verlieren in der Isolation des Internets und das für real halten. Mhm. Und wie wenig eigentlich darüber hinaus an echter Kommunikation stattfindet. Also du hast da zwar Freunde, aber du bist alleine, während du mit deinen Freunden kommunizierst. Und du denkst, Freunde. Ja, das sind natürlich keine Freunde. So 3712 Freunde. Irgendwelche Freaks, die du vor 30 Jahren noch nicht mal kennen wolltest. Und da bildet sich dann halt eine Community. Schade ist, dass Leute daran Geld verdienen, die kein Interesse haben, Freundschaften zu pflegen. Gut ist aber, wir leben einfach in einem Zeitalter. Deswegen ist es gut, wo es diese technischen Möglichkeiten gibt und dass wir sie nutzen. Ich bin kein Typ, der Anti-Technik ist. Ich habe auch ein Faxgerät damals gekauft, als es Faxe gab. Da haben alle gesagt, das ist Teufelswerk. Heute ist es im Museum. Und ich glaube, Facebook ist auch so eine Sache, die wird in 20, 30 Jahren ganz normal sein. Das denke ich auch. Obwohl, ich habe das Gefühl, das ist schon heute normal. Es ist heute sehr, sehr normal. Ich glaube, die Kids zum Beispiel, die wissen eher, was Facebook ist, als eine Wählscheibe am Telefon. Definitiv. Also die wissen nicht, was eine Wählscheibe ist. Wenn du sagst Bandsalat zum Beispiel, das weiß ein 10-Jähriger nicht mehr. Was ist Bandsalat? Richtig, das hatten wir auch noch mal. Ja, ja. Oder eine Schallplatte. Schallplatte, ja, okay, das ist wieder Kult, das gibt's wieder. Aber eine Kassette? Also, Kassette, stimmt. Wo gibt's noch eine Kassette? Kassette. Na? CD ist ja schon fast out. Oder erinnerst du dich an die ersten Videorekorder, wo wir unsere Türkenfilme geguckt haben?
VHS-Dinger mit den riesengroßen Knöpfen, wo man runterdrücken musste und die wir gehakt haben. Genau, wir hatten ja früher hatten wir keine Verbindung zur Türkei, außer diese Radiosendungen, die samstags liefen. Ihre Heimat, unsere Heimat, Türkiye-Mek, du hieß das. Türkiye-Mek, dann gab es auch noch Köln-Radüsse. Genau, und dann war, wenn wir bei Misafirlik waren, also zu Besuch bei jemandem, dann war erstmal Tisch voll, Radio lief, Fernseher parallel und zur Krönung hat man dann Kemal Sunna-Filme geguckt mit so riesen Tapes, die man dann so runterdrücken musste mit total beschissenem Ton. Aber weißt du, was mich wundert? Bitte. Meine deutschen Freunde sagen immer, warum ist der Ton im türkischen Fernsehen so scheiße? So, und ich glaube, der muss so scheiße sein, damit die Türken das für Fernsehen halten. Ist doch so, oder nicht? Das ist türkisch High Quality. Ja, genau. Ich glaube, und ich frage mich, was, was passiert, wenn die Türken so weit sind und 3D haben? Keine Ahnung. Das wird lustig. Heute fahren wir die romantische Schiene, nur weil Serdar Somuncu da ist. Ja. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal, sonst eher die brachial harte Schiene. Deine DVD, frisch auf dem Markt, ja, seit dem 18. März nun erhältlich, Hassprediger live. Welche Stadt war das, beziehungsweise welche Bühne? Dortmund. In Dortmund. Das Zentrum der westlichen Kulturhemisphäre. In Dortmund nimmt man heutzutage DVDs auf. Du, deine Show heißt ja Hassprediger. Ja. Und wenn man sich die Show, ich kenne deine Show, ich habe die auch mal sehen dürfen, ich war ja da. Manchmal habe ich mir so die Frage gestellt, hasst eigentlich Serdar Somuncu alles? Nein, das ist totaler Quatsch. Die Leute verwechseln die Rolle mit mir selbst. Also du fragst ja nach Serdar Somuncu und das ist ein ganz anderer als die Figur, die da auf der Bühne steht, die schon Teile von mir enthält, klar. Aber die Idee, die diese Figur darstellt, ist, dass man vom Underdog wechselt zum Täter. Und nicht immer sagt, wir armen Türken, wir armen Juden, wir armen Schwulen, wir werden unterdrückt, wir sind eine Minderheit, sondern dass man sagt, okay, wir können auch unterdrücken. Und dann in die Gegenoffensive geht und einfach mal zeigt, wie sich das anfühlt, wenn jemand intolerant ist. Intoleranz ist ja eines der größten Probleme überhaupt in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, ich glaube, dass das Problem ist ja gar nicht die offene Intoleranz, sondern die versteckte. So, ich weiß von nichts, ich rede eigentlich gar nicht. Ja. Und ich glaube, war Sarrazin vielleicht auch so ein Phänomen, warum das auf einmal so, ich sag's mal, für das Verhältnis, wenn man es jetzt von Sarrazins Seite betrachtet, so erfolgreich für ihn war? Ich glaube, der war erfolgreich, weil er erstmal was ganz Dumpfes abgefangen hat. Das war ja sehr schwammig auch formuliert. Der hat ja nicht gesagt, ich mag keine Türken, sondern der hat irgendwelche Behauptungen aufgestellt. Sehr oberflächlich. Und viele Leute haben diese Behauptungen genutzt und auch Sarrazin genutzt, um ihrem dumpfen Gefühl Ausdruck zu verleihen. Das dumpfe Gefühl heißt, wenn man es übersetzt, Türken sind komisch. Ne? Die sind irgendwie nicht einzuordnen, die sind manchmal kriminell, die können kein Deutsch, wird ja gerne behauptet, stimmt nicht, die können kein Türkisch, ist die Wahrheit. Ja, eigentlich, ja. Wir beide wissen, wenn wir mit unseren Landsleuten sprechen, switchen die mindestens 10-mal mehr auf Deutsch um als auf Türkisch. Richtig. Und diese Leute, die das geglaubt haben, glaube ich, haben sich irgendwie beheimatet gefühlt in so einer ganz diffusen Welt, in der ihr Gefühl, ihre Angst abgeholt wurde und auch ihre Ressentiments, die sowieso da waren gegen Türken, auch noch bestätigt wurden. Das Schlimme ist, dass die Türken, die hier leben und nicht so sind, die nicht so sind, wie es behauptet wird, davon sehr gekränkt worden sind. Ich zum Beispiel auch. Ich habe mich total geärgert, nicht über Sarrazin, sondern über meine Freunde, die gesagt haben, Serdar, ein bisschen ist doch auch dran, also die meisten können doch kein Deutsch. Da habe ich gesagt, ey Leute, ihr lebt so lange schon hier, ihr habt tausendmal, so habt ihr einen Döner gekauft, ihr wart im türkischen Restaurant, die sprechen kein Türkisch, ihr redet doch mit denen auf Deutsch oder redet ihr Englisch mit denen? Ja, stimmt aber. Und das war echt ein ziemlich blöder Zustand. Könntest du auch vorstellen, dass du auch mal explizit auf der Bühne auch genau das thematisierst? Du thematisierst ja viele Sachen, du provozierst ja auch. Und ich sehe es mal als Außenstehender so, ich sehe Serdar Somuncu auf der Bühne und sehe, ja, er provoziert in meinen Augen mit Absicht. Aber du nimmst ja nie bestimmte Personen oder explizit Namen in den Mund. Könntest du das mal vor... Oder machst du es? Doch schon, aber ich habe da jetzt kein Prinzip. Ne? Also ich sage dir jetzt nicht, der Trick geht so, ich mache das und das, das sind die Zutaten. Ich habe nur manchmal keine Lust, so tagespolitisch zu sein wie Kabarettisten. Ich finde, das hat eine sehr starke Vergänglichkeit und es hat immer auch was sehr Didaktisches. Und ich bin kein Agitator. Ich stehe auf der Bühne, ich versuche mich zu repräsentieren, wie ich bin. Ich mische sehr viel Boulevard zum Beispiel auch mit sehr viel Philosophie. Also zwei Bereiche, wo die Kids, die aus YouTube kommen, denken, hä, ich verstehe die Hälfte nicht, aber irgendwie ist es doch witzig. Und die Älteren, die Intellektuellen, denken, ja, ich verstehe die andere Hälfte nicht, aber die andere Hälfte ist auch ganz gut. Und das ist so die Rezeptur, die Mischung, die für mich am besten funktioniert. Wenn ich jetzt jeden Tag Zeitung lesen müsste oder wie ein
Kabarettist irgendwie anfange, die Gesundheitsreform zu erklären, dann wäre ich auch nicht wiedererkennbar als das, was ich bin. Das ist ja auch der Erfolg meiner Show, dass ich weitgehend einzigartig geblieben bin mit dem, was ich mache, weil ich eben sehr unterschiedliche Genres vereinbare. Das ist ein toller Abschluss, weil wir müssen ganz kurz abgeben zur Werbung, ja. Weil jetzt passt folgender Satz oder folgendes Zitat dazu. Du hast nämlich gesagt, du sagtest ja, du tanzt gerne aus der Reihe, du bist anders. Hm. Du hast nämlich auch mal gesagt, die anderen kriegen die Preise, ich kriege immer einen auf die Fresse. Warum? Das werden wir gemeinsam versuchen, nach der Werbung zu erläutern.